Schauen wir uns die nächste Sache nochmal an. Das ist nämlich hier die Auflösung. Wenn wir das mal aufklappen, dann seht ihr, können wir die Stärke eingeben. Wir können ja zunächst einmal schauen, was der Computer vorschlägt. Wir drücken mal hier auf Auto und er schlägt eine Stärke von 0,25 vor. Wenn wir uns das jetzt mal abschalten, dann sehen wir kaum eine Veränderung. Aber wir können das hier mal übertrieben machen. Schaut mal, jetzt sehen wir deutliche Veränderungen. Das Bild wirkt etwas schärfer und eben besser aufgelöst. Gerade hier bei den Grasstrukturen könnt ihr das wunderbar sehen, aber auch oben im Wolkenhimmel sieht man das deutlich, dass die Auflösung tatsächlich hier das Bild etwas stärker herausarbeitet. Also ein sehr schöner Effekt, den man auch noch zusätzlich anwenden kann.